Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream hier auf meinem Kanal. Heute werden wir keine Copyright-Musik benutzen, nicht, dass das Stream wieder abbricht. Diesmal haben wir über Panda Beats die Musik laufen. Und wir dürfen heute das Inferno Tower Set spielen, weil der gute Saido bekam eine Antwort vom Entwickler. Hey Timmy, willkommen im Stream, moin moin. Inferno Tower isn't ready at all, really. Some of the towers don't work and some I don't think are translated into English properly, so maybe wait until it's at least a little bit done. But if you think it could be fun, I'm fine with it in general, especially if it's only on video. Okay, er steht auch nicht von Stream, aber ich denke mal fürs... Ist ja hier ein YouTube-Video, ne? Also, wir werden das hier direkt live ausprobieren. Get all the bitches. Oil Tower Lull. Okay, das ist anscheinend von Jonas. Was steht hier? Ist Demo Sucker. Okay. Not Oil Tower Lull. Get down off the bitches. Okay, okay, wir gehen jetzt in das Oil Tower Set rein. In das Inferno Tower Set. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen erstmal hier die Removal Token. Oder? Wir haben ja keine Bären, ne? Wir haben ja komplett andere Tower jetzt. Der Tower of Chaos. Give Skill, Reroll. Okay, damit können wir rerollen, weil wir können nämlich nicht mehr über den hier einfach rerollen. Ja, hier, also anstelle des Rerolls jetzt Mana Infusion. Selected Tower, all Mana will be spent and the Selected Tower will receive permanent either Damage or AP Bonus of for each unit of Mana spent. Das hier ist anscheinend das Mana. Okay, der Tower gibt uns also Rerolls. Und der wirkt anscheinend wie der Dice Tower. The end of the turn gets either plus one damage or plus one. Nee, nicht pro Reroll, sondern am Ende der Runde kriegt er immer einen Angriff oder ein Mana, ein Leben. Dann haben wir den Rail Tower, den Brunnen Tower. Gives one Mana at the beginning of the round when standing next to an Inferno Tower or next to another Rail Tower. When placed on the field or on level up, adds a Rail Tower to the Tower Store next round. Also wir könnten jetzt hier zum Beispiel zweimal Rail Tower spielen. Der Imp Tower. Reduce the cost of Imp Towers by 1. Also wenn wir davon 3 haben, können wir den umsonst spielen. Auch interessant. Tower of Field Rotation hat doch keinen Text. Aber hier ein weiterer Welt Tower. Ich würde sagen, wir bauen... Ja, ich würde schon gerne rerollen können. Okay. Wollen wir vielleicht noch einen Imp Tower spielen? Hat der nur keinen Text oder macht der auch nichts? Das ist jetzt die Frage. Wir nehmen erstmal den Imp Tower und infusion den auch gleich. Okay, der hat jetzt anscheinend ein Leben bekommen. Wir beenden mal die Runde, schauen uns die Mobs an. Also hier sind auch Mobs von der Mod mit drin. Okay. Also spielen wir gerade eine Mischung aus dem Inferno Tower Set und dem Mod Mobs. So, wir haben einen neuen Tower, den Mole Tower. At the end of a round, destroys neighboring root towers, gets plus 4 to damage and plus 4 HP for each destroyed root. Der hier. Always misses the first time it hits a monster during battle. Der macht, also haben die Monster alle Annoyance, anscheinend. Was macht der Root Tower? The start of a round, with a 50% chance, creates a root tower on an ancient, also einen benachbarten, Cell, if that cell is empty. If both cells are already occupied by a root tower, it gives a random neighboring root tower plus 2 experience. Also, wir werden jetzt hier ein... Wir haben nicht so viel Gold. Hätte ich hier gerne einen Root Tower, dass der hier seine Wurzeln ausbreitet. Den hätte ich gerne genommen, ne? Kann man das hier mehrmals benutzen? Können wir jetzt den hier... Ne, es geht nur einmal pro Runde anscheinend. Okay, oder... Ach, das komplette Mana wird gespendet, was wir noch über haben. Und für je... Also man kann nur alles auf einmal rein infusion. Und dann wird das... So viel Mana man hat, desto mehr Stats kriegen die. Okay. Ja, ich hätte es gerne ohne die Mod-Mobs. Wenn ich ehrlich bin. Okay, der kostet noch 2, weil nämlich ein im Tower da ist. Der Root Tower hat seine... Okay. Was macht Field Rotation? Soll ich einen bauen?
Ziemlich gecatchter Text. Ja, guck mal, was der macht. Dann kann man noch hier noch einen Imp-Tower bauen. Hier hätte ich gerne den Maulwurf. Dann fusion wir nochmal weiter den Imp-Tower. Deswegen unser stärkster Tower gerade. Vielleicht sehen wir ja. Okay. Der Field Rotation Tower wird konsumiert und dann gehen auch alle Tower plus einen Angriff plus einen Damage. Und wir haben verloren. Nice. Ah, nee, mal stopp. Das ist das World Tower Set. Warte mal. Hier gibt es auch einen Root Tower. Aber wir wollen ja das Inferno Tower Set spielen. Da muss ich denken, dass ich immer dann einmal hier klicke. Ankommen. Der Friar Tower hat auch keinen Text. Wölbe Tower auch nicht. Pot Tower auch nicht. Aber der Drover Tower hat einen Text. Takes 1 HP permanently from a benachbarten Tower on the right and increases the tower's damage by 2 permanently. Also der konvertiert Leben zu Angriff. If the tower loses its last HP for that action, it's permanently removed from the field. Okay. Also muss man aufpassen, dass der nicht auf 0 HP kommt dann. Die haben alle keinen Text. Aber die haben viel HP. Wir könnten jetzt mal einen Warrior setzen und mal so einen Pot dahin, wa? Vielleicht sehen wir ja, was der macht. So, der konvertiert jetzt Leben zu Angriff. Und wir brauchen halt jede Runde jetzt theoretisch eine Feldration, um den Debuff zu dingsen. Also, das kommt dahin. Jetzt haben wir nicht mehr genug Gold für einen Tower. Und dann beenden wir die Runde. Der konsumiert sich, genau. Wisst ihr gern, was der macht? Ja, ist noch alles sehr early in der Entwicklung. Cerberus Tower. Das ist der Tower, der dreimal angreift. Attacks twice. The attack triggers 1 time per battle. The number of triggers depends on the level of the tower. Klingt auch ganz cool. Wir nehmen mal einen so einen Cerberus Tower mit. Und wieder eine Feldration, dass unser Pot Tower nicht stirbt. Whirlwind hat keinen Effekt. Okay. Hier ist der Keks Tower, der glatten Tower. Oh, der hätte ich gerne gekauft. Mit diesem Tower könnten wir uns Rerolls geben. Carlton Tower. Bleiben wir weiter bei der Strategie, immer nur die Field Tower zu kaufen? Die Field Rotations? Dass unser Pot Tower nicht stirbt? At the round start, adds 1 random tower from another set to the tower store. Okay. Den hätte ich jetzt sehr gerne gespielt, aber ich setze mal den Mana Tower, dass wir mehr Income haben in Zukunft. Okay, wir brauchen gar keine Filtration. Wir können ja auch einfach damit das Leben weiter hochsetzen. Stimmt. True. Ja, die Mobs sind gerade ein bisschen nervig. Jetzt hier nochmal 2 Welttower, weil die funktionieren auch nebeneinander. Wenn wir mehr Income haben gleich. Ist das schlau? Hätten wir die lieber leveln sollen? Ich habe halt noch gar keinen Plan wegen Strategie und so. Ich kenne die ganzen Tower noch nicht mal. Ist das überhaupt spielbar in der Version? Das ist der, der gut mit den Root Towern funktioniert. Da weiß ich nicht, was der macht. Da halt auch nicht. Level mal den Cerberus. Wir können nicht rerollen. Wir buffen unseren Hauptturm nochmal, dass der mehr Leben hat. Ich habe noch 32 Damage. Aber er hat zu wenig Leben, dass er die Wellen auch abtanken könnte. Er kriegt auch keine Erfahrungspunkte, ne?
Bleibt er immer Level 1? Geldration. Wir wollen so einen Fryer Tower. Gucken, ob wir sehen können, was der macht. Oder haben die echt noch keinen Effekt? Zumindest hier das Income ist erhöht. Wir bauen ja mal so einen glatten Tower. Geben dem hier nochmal ein Leben. Ist bestimmt buggy. Würde ja keinen Sinn machen, wenn er nicht hochlevelt, oder? Weiß halt nicht, wie die Mechanik von dem Inferno Tower gedacht ist. Gives 5 Mana to the round. Has 3 crowns. If destroyed, lose a crown and destroys all monsters. If all crowns are lost, the game ends. Also da steht auch nichts davon, dass der pro Runde oder pro Welle Erfahrung kriegt. Bei dem Royal Tower steht es ja daneben. Hier kam auch nichts. Hier mit diesem Tower zum Beispiel kriegen wir erst die Reroll-Fähigkeit. Vorher konnten wir gar nicht rerollen. Moin, Peps, willkommen im Stream. Moin. Welter Tower. With a 20% Chance, adds an Iron Tower to the Tower Store. Der ja eigentlich gar nicht in dem Set drin ist. Ah, okay, okay. Skill, Smelting. The skill has one charge. When the skill is used, the number of charges is reduced by one. This tower gets plus charge after leveling up. Also, das mit der Musik, das ist ja schon ein bisschen hart nervig. Er ist halt jetzt Panda Beats. Kann man das leiser machen? Ich wüsste jetzt nicht wie. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. Wir beenden mal die Runde. Weil ich bekam im letzten Stream einen Copyright Strike. Oh, das wollen wir nicht wiederholen. So, der erste Boss hat nicht funktioniert. Ich weiß halt nicht, ob das Spiel jetzt so spielbar ist mit dem Inferno Tower Set. Drawer Tower will be added to the store. Der war ganz cool, der Drawer Tower. Ich würde gerne den Loot Tower mit dem Maulwurf ausprobieren. Loot Tower. Spielen wir einen Drawer? Oh, die Musik ist ja so nervig, ne? Oh, vielleicht muss ich doch Epidemic Sounds abonnieren. Wir kaufen noch einen Well Tower. Damit überleben wir jetzt aber die Welle nicht, ne? Dann kaufen wir noch einen Imp Tower hier vorne hin. Okay. Cerberus Tower klingt gut. Immer noch ein Angriff drauf. Wieso hat der jetzt nicht geroutet? Eigentlich müssten bei jeder Runde einen Root Tower daneben jetzt spawnen. The start of a round. Ach, wieder 50% Chance. Create a Root Tower und ein Ancient Cell. Okay, jetzt haben wir den Cerberus auf 2. Das heißt, der wird jetzt dreimal angreifen, zweimal pro Kampf. Okay, dann machen wir den noch stärker. Oder. Halt, stopp. Wir kaufen uns Reroll Tower. Das könnte man theoretisch rerollen. Okay, dann halten wir die Welle schon mal ab. Jetzt brauchen wir einen Maulwurf, komm schon. Nehmen wir den nochmal. Wenn wir auch rollen können, machen wir nächste Runde. Nächste Runde versuchen wir einen Maulwurf zu kriegen, dass die Root Tower konsumiert werden vom Maulwurf. Mit dem Maulwurf buffen.
Die sind so scheiße, ne? Beziehungsweise ich. Nein, wir nehmen nicht das Tower Set. Können wir auch theoretisch das hier spielen? Nein, können wir nicht. Ankommen. Oder wollen wir den Smelter Tower ausprobieren? So, mit einer 20% Chance adds ein Iron Tower to the Tower Store. Ich verstehe es noch nicht, aber wir kaufen den einfach mal. Select a tower on the field. The specific tower will be permanently removed from the field and the tower that melted will receive its damage NRP as a permanent bonus. Also damit können wir jetzt andere Tower aufsaugen in diesen Towers. Wie ein Slime Tower, wo man sie aussuchen kann, welchen man löscht. Wenn ich das richtig verstanden habe. Chest Tower? Sollte der hier drin sein, der Chest Tower? Jetzt ein Iron Tower to the Store. Jetzt aber ein Chest Tower. Das könnte eventuell ein Bug sein. Wir kaufen mal einen Root Tower. Und wir benutzen das hier noch nicht. Wir nehmen mal das Gold mit. Weil der Root Tower lässt mit einer 50% Chance andere Tower spawnen, die wir dann eventuell konsumieren könnten. Mit dem Smelter Tower. Aber wir wollen natürlich hier, wenn ein Iron Tower konsumieren, ne? Smelting. Okay, das Smelting funktioniert leider nicht. Schade. Nehmen wir den Tower. Jetzt mit gar keinem? Nee. Das ist ja doof. Das ist echt doof. Wieder kein Muli Tower. Wir haben gar kein Scaling gerade, ne? Und wir können auch nicht rollen. Ich hoffe, ich einen Imp Tower, weil dann wird der Eis reduziert. Auf ein 2 Imp Tower. Es kostet alle Imp Tower nur noch ein Gold. Vielleicht kriegen wir so Damage hoch. Das hat funktioniert. So. Den da drauf. Wir nehmen wieder den hier mit. Funktioniert nicht. Das ist aber eine coole Mechanik, dass man halt dann nur dadurch Iron Tower kriegt, den Iron Tower auf 3 kriegen kann und dann dem Tower diese 86 Leben abgibt. Auch die Mechanik mit dem Portal finde ich ganz nice, dass du halt die anderen Tower aus anderen Sets dann im Shop angeboten kriegen kannst. Achso. Wir haben einen Iron Tower. Jetzt kosten die 0? Ja, genau, jetzt kosten die 0. Jetzt ist wieder die Hydra, ist der. Wie eine Art Mini-Hydra. Aber ich sehe noch nicht, wo wir unser Damage hochkriegen. Ja, wir sind halt jede Runde einfach down. Mag sein, dass es noch gar nicht spielbar ist. Hat er aber auch extra geschrieben, der Entwickler. Random Rare Tower. Wie der Smelter. Und der Smelter ist broken, der geht nicht. Root Tower. Wir nehmen einen Root Tower. Wir nehmen auf jeden Fall auch einen Chaos Tower, dass wir rollen können. Und damit haben wir mehr Mana. Können wir vielleicht nächste Runde den Maulwurf forcen. Will ich jetzt mal ausprobieren. Ah, kein Maulwurf.
baue mal eine Filtration. Ich halte das jetzt die Welle auf. Ja, sieht gut aus. Okay, die Tower vermehren sich. Der Tower war auch ganz nice. Wieder kein Maulwurf. Dann bauen wir hier nochmal eine Filtration, die auf alle Tower jetzt einen Buff gibt. Ist das vielleicht auch eine Taktik, jede Runde Field Tower bauen? Weil 1 plus 1 permanent ist halt schon ein richtig krasser Buff, ne? Das rechnet sich schon. Es gibt mir einen Maulwurf. Das kann es nicht sein. Aber eine Filtration. Wir müssen ja bis Runde 10 auf 100 Damage kommen. Das kommen wir nicht mit. Nur Filtration. Wir haben auch bald keinen Platz mehr hier. Jetzt muss ein Maulwurf kommen. 8, 7. Das ist so ein Scherz. Es ist ein bisschen doof, dass sie jetzt hier sich immer weiter verbreiten. Oder ist das gut? Weil wenn ein Root Tower rechts und links auch ein Root Tower stehen hat, dann bekommt er nämlich Erfahrungspunkte. So levelt er, ohne dass wir irgendwas machen. Wir könnten jetzt noch zwei... Nee. Können wir gar nicht. Wieder kein Maulwurf. Ich würde den so gerne mal ausprobieren. Ja, jetzt ist der Platz nämlich belegt. Jetzt ist Feierabend. Können wir nichts machen außer stacken. Richtig? Ich glaube schon. Ja, und wir können halt natürlich das Mana immer hier rein fusion. Zumindest beginnen jetzt hier die mittleren Tower alle zu leveln. Aber was bringen die Level? Wahrscheinlich nur Damage, ne? Und Leben. Das war ziemlich random. Hier ist der Maulwurf. Weil der würde nämlich am Ende der Runde einen Root Tower zerstören. Darum hätte ich den gerne hier hingehabt. Aber das probieren wir jetzt nächste Runde aus. Was bauen wir? Alter Welt Tower? Ja. Der Welttower ist so ähnlich wie der Chess Tower. Das beobachte ich nochmal. Der hat Erfahrung, der Erfahrung. Der nicht, der schon, dann der nochmal. Warum? Ah, weil es nur eine 50% Chance ist. Entweder er. Also die Chance ist 50%. Er würde einen Tower setzen. Wenn man trifft, wenn beide belegt sind, macht er Erfahrungspunkte. Sonst nicht. Okay, das macht mehr Sinn. Ja, ich will einen Welttower haben. So, und den können wir auch nochmal aufwerten. Aber Damage reicht halt gar nicht, ne? Oh, danke für das Sub. Ich habe einen Sub dazu gekriegt. Sehr schön. Freut mich sehr. Vielen lieben Dank.
Ich kann leider nicht sehen, wer, weil meine Alerts immer noch nicht gehen. Stream Element spinnt da irgendwie rum. So, was machen wir jetzt? Wir können noch den hier aufwerten. Wir können noch 5 Infusion. Wir müssen diesen hier reinfüttern. Kann auch nicht ins Minus rollen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Wieder nicht mal andersweise. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Berno Tower Set. 3000 ankommen. Jetzt können wir versuchen, dass wir den Maulwurf kriegen. Sehr cool. Wir haben den Maulwurf bekommen. Das heißt, wir könnten ihn hier hinsetzen. Da ein Root Tower. Ist ja garantiert neben dem Maul. Einplatziert. Cauldron und Fryer haben noch keinen Text. Aber wir können ihn mal ausprobieren. Error in Action Number 1. Okay, das Spiel hat sich aufgehängt. Wir müssen das Spiel einmal neu starten. Oh Mann, ey. So, jetzt das Spiel ist wieder da. Ich mach mal Continue Game. Liegt das an dem Mole Tower? Das wäre doof. Ja. Mole Tower ist nicht spielbar. Das ist ja ärgerlich. Wie willst du aber sonst gewinnen? Wir nehmen mal Removal Token. Der hat keinen Text. Der Root Tower, ja, ist. Ich würde wieder so starten. Von mir aus so, von mir aus noch so. Vielleicht mit Cerberus? Ist der ein Cerberus hochstecken? Ein Cerberus noch da. Wir könnten trotzdem mal Root Tower setzen. Aber ohne Maulwurf bringt das gar nichts. Dann verstärken wir den Cerberus nochmal. Der plus 3, 4. Okay, hat ein bisschen was aufgehalten. Damit überleben wir zumindest jetzt die Runden. 2 Cerberus? Auf jeden Fall kaufen wir die Field Rotation. Wir stacken den mal lieber hoch. Er greift nur den ersten dreimal an. Das ist ein bisschen wack. Always misses the first time and hits a monster during battle. Wahrscheinlich hängt sich deswegen auf. Weil das Spiel das noch nicht kann. Den wollte ich haben, den Drover. Weil der nimmt jetzt jede Runde ein Leben von dem und gibt ihm 2 Angriffspunkte. Wir müssen nur zu sehen, dass der hier nicht unter. Also nicht auf nur Leben geht. Dann wird er nämlich gelöscht, der Tower. Und das machen wir, indem wir ihm immer Mana geben. Oder Field Rotations. Aber sind wir so schnell genug für den ersten Boss? Zweifel ist kaum. Das Portal hätte ich jetzt gerne benutzt, ne? Also ziemlich teuer. Für es uns gerade nicht weiterhilft. Wir machen das. Wir machen das.
Ich glaube, man kann das nicht gewinnen. Gucken wir uns den Rare Tower an. Wieder Smelter. Warum schon wieder Smelter? Ja, aber der Smelter haben wir schon ausprobiert, der ist auch verbuggt. Was für eine Scheiße, ey. Den spiele ich wieder. Ja. So? Ey, die haben halt 11 Leben, ne? Tower hat auch keinen Text. Aber der hat viel Leben. Aber haben wir schon ausprobiert, ne? Wie wär's, wenn wir diesen hier davor setzen? Weil der kriegt ja auch noch von sich aus plus 1 Damage, plus 1 HP. Er hat nur Angriff bekommen. Das heißt nämlich, der wird jetzt einfach gelöscht. Wie Pech kann man denn haben, bitte? Was für eine Scheißmechanik, ehrlich. Machen wir jetzt einen Cerberus dahin. Zweiten Well. Wir probieren jetzt mal das Royal Tower Set aus. Weil da sind nämlich jetzt auch die neuen Tower drin, komischerweise. Zumindest war es gerade eben so. Oder war das nur ein Fehler in der einen Runde? Nee. Doch, hier, der Root Tower ist drin. Okay. Aber ich denke, das ist nicht so gedacht von Robin oder von Jonas. Das ist die einzigen Tower, die jetzt hier drin sind. Root Tower war da wieder. Ah, okay, und je höher der Root Tower geht, desto mehr Experience. Wir probieren nochmal in dem Imperial Tower Set den Root Tower aus. Vielleicht muss man einen hochballern. Ansonsten habe ich nämlich keine Idee, wie wir das gewinnen wollen. Der hat keinen Text. Ich glaube nicht, dass er einen Effekt hat. Ja, dann probieren wir das mal mit dem Root Tower aus. Der hat ja einen Keks in der Hand. Vielleicht synergiert er irgendwie mit den Feldrationen. Ich will ja trotzdem den Nottower ausprobieren. Der hat halt 10-10, ne? Das ist auch sehr, sehr gut. Feldration. Snackt er jetzt hier die Feldration? Eventuell. Ah, okay, warte mal. Wenn man die Feldration bufft, dann bleiben die stehen. Die verlieren jede Runde ein Leben und geben jedem hier +1/+1. So funktionieren die. Okay, okay, okay. Ja, wir probieren ja alles aus. Wir kommen jetzt schon auf die Schliche. Oh Gott, so lange hat er ein Leben bekommen. Was ist, wenn wir den hochkriegen würden?
Unser Cookie Monster kriegt nur einen ganz normalen Buff. So. Wie viel gibt der jetzt ab? Plus 2 plus 2. Aber bekommt der Gluton Tower genauso viel wie die anderen Tower auch. Hier weiter investieren. Erstmal erhöhen wir unser Gold, dass wir nämlich 6 haben pro Runde. Wir müssen weiter hier rein investieren, nicht dass er stirbt. Er hat jetzt 2 konsumiert? Okay. Das war jetzt doof. Aber das nochmal ausprobieren mit dem Luton Tower, mit dem Filtration. Also je höher der kommt, desto mehr Leben muss man da irgendwie reingeben. Gibt es eine andere Möglichkeit, außer durch den Infusion Buff Leben zu buffen? Machen wir den hier auf 2. Dann Fusion, wenn dann nochmal. Hat der 3, das ist gut. Jetzt können wir eine Runde missen. Der ist schon auf 20 tatsächlich. Die Roots, die verbreiten sich auch ohne, dass ich Gold investiere. Andere Field Rotations. Stimmt. Kann ich die jetzt auch nochmal vom... Ah, ich habe mein ganzes Gold ausgegeben, verdammt. Hätte ich noch genau was draufgegeben. Nee, die Rotations, die bekamen kein Leben von der anderen Rotation. Von der anderen Dingsbums. Aber wir haben den Tower da hinten ziemlich doll gebufft durch die ganzen Rotation-Dinger. Ich glaube, wir sind dem Geheimnis auf der Spur, wie wir das schaffen könnten. Der Tower wollen wir halt gar nicht. Nehmen wir 2 Random Tower. Wir haben ja wieder so einen 10-10er. So als... Nehmen wir ja die Dingsbums und... Ich will, dass der Imperial Tower jede Runde Damage und Leben kriegt. Ah, schade. Das war sehr unlucky. Wenn ich nur einen Mana benutze, dann ist es immer random, ob der halt auch ein Leben bekommt oder nicht, ne? Was macht der Whirlwind Tower? Auch 10-10, was ziemlich strong ist. Ja, ich muss mir mit der Musik bis nächstes Mal was anderes einfallen lassen. Erstmal ist die Musik nicht gut von Panda Beats und zweitens nervt mich, dass es jemand weiter drücken muss. Haben wir jetzt gesehen, was der Whirlwind Tower gemacht hat? Nee, ne? Der hat vielleicht noch keinen Effekt. Oh, wir haben zu wenig Gold. Erstmal einen Bell Tower investieren, damit wir eine Economy am Laufen haben in den ersten 5 Runden. Aber dann sterben wir halt, ne? Das ist das Ding. Kannst ja selber singen, du musst nicht weiter drücken. Hey Lika, Ono, willkommen im Stream, mein Moin. Nee, ich glaube, das will keiner hier. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, wir haben 3. 3 Leben auf dem jetzt. Nee.
Wir buffen jetzt diese Feldration hoch. Die bloß nicht mehr gelöscht wird. Und versuchen wir die wieder auf 2 zu kriegen. Unter 8 sind wir. Wir haben jetzt hier zu wenig Towers stehen, wo der Buff drauf geht von der Filtration. Das ist keine gute Synergie gerade. Auch wenn die Tower jetzt... Ja, wirklich stark sind die auch nicht, ne? Meine Diffusion hätten wir auch in einen anderen Tower geben können die ganze Zeit. Dann wäre der Tower nicht weiter gelevelt. Mit dem Buff. Ja, und jetzt schon wieder vorbei. Wir gucken mal, was passiert. Dem Whirlwind Tower. Gar nichts. Ich will ja mal das Portal sehen. Und ich bekomme es, okay. Ich habe zumindest das Portal, dass wir das auch einmal gesehen haben. Verlieren wir wahrscheinlich. Aber vielleicht können wir jetzt durch die anderen Tower-Sets uns ein ganz normales Bild bauen. Guardian Tower zum Beispiel. Ja, den will ich nicht unbedingt haben. Wir setzen jetzt mal hier einen Welt-Tower hin. Wir haben halt auch super wenig Gold im Kamm, ne? Man merkt richtig, dass es nicht 6, sondern nur 5 sind pro Runde, die man kriegt. Braucht auf jeden Fall den Welttower. Das kostet zu wenig Mana pro Runde eben. Ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall das Geld im Kamm erhöhen. Direkt noch einen. Wir hätten einen Milchtower. Der Milchtower neben der Feldration muss ja richtig, richtig reinhauen. Weil die Milch gibt jede Runde ein Leben und die Feldration konsumiert ein Leben. Das wäre doch eine Idee, oder nicht? Perfekte Konter dafür. Ah, nur noch ein Leben, ey. Nur eine Krone. Es gibt mir eine Feldration. Alles ist schick. Oh Mann. Das ist jetzt doof. So, können wir einmal rerollen. Guck mal, ob das funktioniert. Ob zuerst die Milch auslöst oder zuerst der Tower? Ja, Milch löst aus, dann lag jemand den Bub. Okay, die Kombi funktioniert. Ist vielleicht zu spät jetzt. Nee, der läuft. Frog Potion, Frog Tower. Hi, cool, dass ihr zocken dürft. Hey, Videos, willkommen im Stream. Ja. Ja, der hat geantwortet. Inferno Tower isn't ready at all, really. Some of the towers don't work, and some I don't think are translated into English probably, so maybe wait until it's at least a little bit done. But if you think it could be fun, I'm fine with it general, especially if it's only on video. Aber wir merken halt, dass das Tower Set wirklich noch nicht fertig ist. Also ich habe jetzt noch kein Bild hingekriegt, der irgendwie funktioniert. Sind wir gerade auf der Spur nach dem Buff vom Field Rotation Tower, aber irgendwie läuft das auch nicht. Könnt ihr mal gucken, ob es vielleicht vorne einfach Roots hin? Nee, ne? Der hier war auch ziemlich stark. Wir kaufen mal diesen hier. Gehen wir dem hier nochmal... Angriff. Das Ding ist, wenn wir den hier auf 2 bringen, dann müssen wir auf jeden Fall wieder 2 Leben haben pro Runde. Da reicht die eine Milch nicht. Und ich hätte die Version auch sehr gerne ohne Mod-Mobs. Das ist schon schwierig genug. Jetzt habe ich mal das Gold wieder erhöht. Das Gold-Income. Glass Tower, maybe?
Ja. Weil der skillt nämlich doppelt so schnell jetzt. Durch den Tower of Field Rotation. Ich sage immer Rotation, wie rotieren, aber ist ja eine Ration. Gut. Wir halten die Wellen noch relativ gut auf, aber wir scannen, glaube ich, für den Boss zu wenig. Was die können, kann man im Mod-Programm gut sehen. Das macht es dann heraus weniger Spaß. Okay. Also der Maulwurf zum Beispiel, der den ersten Hit halt nicht trifft, den können wir eigentlich gar nicht spielen, weil das nämlich wie bei der Mücke damals zum Abschluss des Spiels führt. Jetzt können wir auch den hier benutzen. Wir haben kein Gold. Schade. Aber jetzt in Kombination mit diesem komischen Dämon, der hier ein Leben abzieht, aber er kriegt ja auch jede Runde ein Leben von der Feldration. Wir können so eine Kettenreaktion bauen. Wenn wir jetzt diesen Dämon bekommen. Nicht den. Aber denkst du, das ist gewollt, alte Tower mit den neuen Toren? Portal Tower hat den Effekt, at the start, adds one random tower from another set in the Tower Store. Muss mal Trailer angucken. Ja, das ist der Portal Tower, der erlaubt mir, andere Tower zu kriegen. Ach, verdammt. So, konsumiert er jetzt 2 Leben oder nur 1? Er hat 3. Okay, er konsumiert jetzt 2 Leben. Das ist ein Problem. Jetzt bräuchte ich theoretisch 2 Milch oder halt jede Runde irgendwie den Infusion Buff wieder. Aber da ist jetzt kein Platz. Wir haben auch keine Move Token. Die Welttower haben sie auch schon 10 Angriff, ne? Noch funktioniert. Jetzt müsste der Boss kommen, glaube ich. Oder? Ja. Okay. Statt Milch Hexe unter Tower. Ah, das ist ja Milch. Milchdinger reinfüttern kann. Ja. Versuche auch neue Taktik mit Class und Hexe. Den habe ich jetzt sehr gern. Weil der Tower sorgt dafür, dass hier immer ein Leben abgezogen wird und dafür Angriff dazugefügt wird. Aber das Leben, was der abzieht, bekommt ja der zurück von dem Rotation Tower. Das müssen wir eigentlich haben jetzt. Gut. Extra Tower Slot ist big. Butler und Dose wäre krass. Aber erstmal moin moin, willkommen Steam, Guy Bashu. Ich weiß nicht, warum der Butler mit Dose krass sein soll. Der Glass Tower gibt auf jeden Fall nicht den temporären Buff auf den Main Tower. Okay. Gut beobachtet. Ja, da steht ja auch, wenn destroyed, gibt es dem Royal Tower den Buff. Aber das ist ja kein Royal Tower, das ist ein Inferno Tower. Deswegen kann das auch gar nicht funktionieren. So, wir haben jetzt einen Rare Shop. Die scheinen auch nicht zu funktionieren. Hier haben wir zwar einen Text, aber die funktionieren auch nicht. Weil das Smelting funktioniert nicht.
gehen einfach weiter. Auch die Transition sieht gut aus, ne? Hat was. Die Butler nicht HP und der Damage nach links. Ach so meinst du das, dass der Butler dafür sorgt, dass der Tower niemals stirbt. Ja, du hast recht. Doch, doch, du hast recht. Da stand die gerade auf dem Schlauch. Forge Tower wäre auch big gewesen mit dem. Zahlst nämlich nur ein Gold und da machst du 5 Leben immer drauf. Forge Tower wäre cool gewesen, ja. Ich würde ihn gar nicht höher als 2 bringen. Nicht, dass der am Ende immer 4 Leben abzieht. Nachher kaputt geht. Was machen wir denn jetzt? Wir können doch mal den Dings kaufen und wir können doch mal in Cerberus investieren. Aber die Phase sieht ja aus wie bei dem World Tower Set, ne? Da haben sie vielleicht noch keinen Sprite für den Background. Ich bin da vom anderen Spiel etwas groß. Sehe ich jetzt erst. Okay, so sieht ihr die Monster auf, die kommen. Oh, ein Bär wäre auch eine coole Kombi, wenn man eine neue Station Tower bauen würde. Oder ein Bär zusammen mit dem Mole und dem Root Tower. Okay, was machen wir jetzt? Einfach gucken, ne? Scaling passt das ja eigentlich. Wieso haben wir denn jetzt minus Gold gekriegt? Wieso habe ich minus Gold? Das muss ein Fehler sein. Guck nochmal. Minus 11 Gold? Okay. Okay, die Version ist noch nicht ganz bugfrei. Ich kann nichts kaufen, weil wir kein Gold haben. Die Grünen anscheinend geben uns jetzt minus 10 Gold, warum auch immer. Haben wir ein bisschen Gold bekommen. Jetzt können wir das ja auf 3 bringen. Er hat noch 11 Leben, alles gut. Trotzdem mal einen draufgeben. Ah, minus 10, weil wir so random, ne? Schon wieder. Ja. Hab kein Gold. Weil der Glass Tower stackt gut. 59 Angriff schon. Wenn der Tower kaputt geht, bekommst. Wenn der eine Tower kaputt geht, bekommst du minus 10 Gold? Okay, ich beobachte das. Ich dachte, wenn der Grüne einmal toucht. Ja, der Grüne muss touchen, da geht nichts kaputt. Gold wird schon abgezogen, bevor irgendwas kaputt geht.
Ja, Endboss. Es ist auf jeden Fall ein Bug. Also. Ja, schade. Wir können noch ein paar weitere Runden spielen, aber ich glaube, wir haben jetzt alle Tower gesehen von dem Inferno Tower Set. Wir können noch mal mit dem Portal Tower anfangen. Sick. Packen wir mal noch vorne, okay. Der hat mir echt am besten gefallen. Das sind sicher die Mod-Gegner. Ja. Die Mod-Gegner sollten gar nicht in dem Spiel drin sein. Oh, eine Forge. Oder lieber früher auf Well. Aber ich nehme einmal die Forge mit. Ich hätte vielleicht so 2-3 Plätze für Well lassen sollen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass er es schafft, in ein paar Wochen, Monaten oder ein Jahr es fertigzustellen, das Game. Ja. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Ne? Besser so, als dass er ein unfertiges Spiel released. Zu viele Tower, zu viele Funktionen. Ja. Haben wir jetzt schon einen Rationstower? Ne, wir haben eh kein Gold. So. Aber die Forge mit den Heldrationen, das muss doch super gut sein. Wir haben auch. Hier ist der Würfeltower. Der ist wichtig. Lieber unfertiges Spiel als gar kein Spiel und vorher war nur eine Demo, ja. Ja, safe. Finde ich aber eigentlich auch cool. Ne? Wir nehmen aber erstmal hier den Bell Tower, dass wir da weiter rein investieren. Beenden mal die Runde. Wenn wir nur noch eine Krone haben. Oh. Oh, schaffen wir, schaffen wir. Da kommt doch eine Welle. Ja, dann sieht das schlecht aus. Ah, so schade. Oh, Root und Slime kann ich mir gut vorstellen, aber dann. Der immer gratis was zu essen. Ja. Was ist Tower of Chaos? Ach, das Ding. Was auch die Roots aufessen soll, ist ja der Maulwurfs-Turm. Das haben wir versucht zu spielen, allerdings stürzt das Spiel dann ab. Das können wir leider noch nicht machen. Und übrigens, You Dawn, willkommen im Stream. Hi, moin moin. Schön, dich zu sehen. Weil der Maulwurf hat nämlich den Effekt, dass der erste Angriff immer misst und deswegen funktioniert er noch nicht. Ich kann gar nicht sagen, auf wie viele Spiele ich nach Trailer- oder Demo-Version gewartet habe und einfach nicht veröffentlicht wurden, weil immer noch Investoren mit Geld abgehauen sind. Ja, das ist auch gerade bei Early Access-Titeln halt ein Problem, ne? Wir könnten jetzt noch einen Drover bauen. Vorne. Aber für den Drover bauen wir wieder den Rationstower. Drover into Drover? Erstmal den. Drover, der Drover könnte sogar funktionieren. Wenn wir jetzt Feldration kriegen. Und nicht sterben. Feldration. Servarus und die überleben. Ach, Gott sei Dank.
Okay. Ja, Scam. Warten auf Investoren und dann abhauen. Also Insolvenz gehen und dann ApoRed machen. Wie der allerechte Main Character. Auf ganz süßer Basis. Was können wir jetzt noch hier hinpacken, ist die Frage. Wir geben denen jetzt mal ganz viel Leben, dass der ein paar Runden aushält. Vielleicht noch eine zweite Filtration. Aber ich sehe halt nicht, wo wir mit dem, oder wie wir mit dem Inferno Tower Set scalen wollen. Außer durch die Tower-Ration. Ich check's halt noch nicht so. Vielleicht, weil die Key-Tower noch nicht funktionieren. Vielleicht deswegen nicht. Ja, bei den Rare-Towern geht halt wirklich nur der Portal-Tower. Alle anderen haben keinen Text und keinen Effekt. So, Welthammer. Wir haben beide 3-3. Aber wir müssen trotzdem immer eine Runde ein aufwerten. Weil wir können da ja nicht zwei in einer Runde machen. Fabian Köster, moin moin, willkommen im Stream. Filtration sieht bisher am stärksten aus. Ja, ich denke auch. So. Aber die Filtration buffen sich ja nicht gegenseitig, ne? Das wär insane, wenn die sich gegenseitig nochmal was geben würden. Aber dann würden sie halt nicht funktionieren. Das wäre ein unendlicher Loop. So. Diesmal geht das Gold wieder hier rein. Der ist jetzt 7. Nächste Runde wieder hier, weil der geht auf 1 jetzt runter, genau. Jetzt haben wir mit dem rechten Tower ein bisschen Zeit gewonnen und können jetzt hoffen, dass wir irgendwie 5 oder so hier noch reinkriegen. Schafft man den Boss überhaupt? Der ist sogar. Nice. Aber den Boss schaffen wir hier. 28, 32, doch, doch. Das sollte kein Problem sein. Extra Tower-Slot. Annoyance. Könnte der Mod verbuggt sein? Wie probieren es sich aus? Ist Tower kostenlos? Wir haben eh nie mehr als 20 Gold. Dieser Tower-Slot ist halt auch big. Wir nehmen halt das hier. Wir haben sowieso nicht viel Gold, weil wir jede Runde mit den Dingsbums brauchen hier von gar nichts. Weil wir jede Runde unser Gold wegmachen mit den Infusions. Dann können wir jede Runde einen Tower hier aufwerten, den wir im Shop zufällig haben, und dann das ganze Gold in die Infusion packen. Ich denke, das ist am stärksten. Wir machen jetzt den hier auch mal auf 2. Mit der Buff doch doppelt so groß wird von dem Tower. Du hast generell 0 Gold. Hier geht es ja um Mana. Ja, aber okay, da steht. Doch, da steht Gold. Aber das ist das Gleiche. Wenn die Field Towers sich gegenseitig buffen würden, müssen sie ins World Tower Set, weil zu gut. Ja. Ja, dann würden die ja nie sterben. Das würde ja sinnlos sein. Ich hätte gerne einen Mana Tower. Für das Income erhöhen. Mach mal wieder den hier.
Also mit Level 2 können wir es gerade so halten. Das Leben. Können wir einen auf 3 bringen? Oder ist dann das so krass? Könnt ihr mal ausprobieren. Dann geben wir ihm vorher schon mal noch ein bisschen Leben, dass er mehr hat. Er hält jetzt noch 2 Runden aus. Das nächste Runde erstmal den hier wieder buffen und dann den hier aufwerten. In der übernächsten Runde. Aber auch ein gratis Tor mitnehmen. Jetzt gehen wir ja wieder ins Minus rein. Jetzt können wir keine Infusions mehr kaufen. Oh Mann, ey. Ja, Infusion geht nicht. Aber noch überleben die Tower. Also ohne den Bug im zweiten Akt könnte man es vielleicht sogar schaffen. Jetzt haben wir kein Gold verloren. Jetzt hier auf 3. Ganze Gold da rein. Okay. Es gibt ja plus 3, plus 3. Jede Runde kriegt jeder plus 5, plus 5. Ja, sieht ganz gut aus. Wir könnten das eventuell packen jetzt. Ja, Mana ist glaube ich am wichtigsten. Der den hier voll. Jetzt haben wir einfach Glück mit den Mobs, dass der grüne Mob nicht mehr kommt. Der hält noch. Beide halten noch 2 Runden aus. Aber wir sind eh am Ende. Passt. Wie schnell der down war, ne? Away to Heaven. Ist der Tower Slot? Ja, gut, der ist verbuggt und der geht nicht. Der bringt nichts. Aber mehr gibt's auch nicht an Rare Towern. Haben wir einen neuen Tower-Slot, aber was bauen wir da hin? Der Hintergrund ist sehr komisch vom alten Set. Muss man für Hacker mal einen neuen Hintergrund machen. Ja, der Entwickler hat in dem Inferno Tower-Set bisher nur im ersten Akt einen Hintergrund gebaut. Im zweiten noch nicht. Das sieht ja jetzt vom Entwickler aus. Das ist anscheinend dann gleich. Könnt ihr noch einen zweiten Cerberus bauen, aber... Funktionieren die Welttower auch dahinter? Wäre interessant. Jetzt haben wir eh kein Gold mehr. Weil wir hier noch rein investieren müssen. Ich gehe doch einmal in Endlos-Modus und dann würde ich sagen. Hören wir auf mit der Mod. Dann haben wir alles gesehen, denke ich. Ich habe dir jetzt Inferno Tower Set vorgestellt. Schauen wir mal, ob wir das noch treiben können mit dem Setup. Aber ich denke nicht weit.
Sehen aus, ob der Welttower da hinten funktioniert. Zumindest kriegt er den Buff schon mal. Minus 10 Gold. Und der gelbe Steelmob macht gar nichts. Also. Aber das Geld funktioniert schon mal hinter dem Inferno Tower. Auch gut zu wissen. Kein Leben gekriegt. Oh Gott. Der sah komisch aus, der eine Mob. Grünlicher. Naja. Nur der geht kaputt. Das war's mit der Filtration. Ja. Naja. Hab dir mal Discord geschickt per privater Nachricht, wie es vom Entwickler Hintergrundfarbe machen würde. Ja, schaue ich mir gerne gleich mal an. Nach dem Stream. Hier ist nämlich gleich sowieso Feierabend, denke ich. Nee, nee. Ich lieg nicht. Ja, die kommen schon weiter. Wir versuchen nochmal einen zweiten Bildtower hochzuziehen, aber ob wir das schaffen, ist eine schwierige Sache. Es fehlt die Zeit, denke ich, weil jetzt ist. Oder? Das ist ein One-Shot? Nee, ist ja gar nicht. Die Sprites sind auch falsch. Okay, wir sind tot. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war das Inferno Tower Set. Wenn euch das Stream gefallen hat und ihr noch nichts weiter verpassen möchtet über Epic Auto Towers, gerne den Kanal abonnieren. Ja, ich bin heute auf jeden Fall nochmal live. Ich weiß aber noch nicht, mit welchem Spiel. Das überlege ich mir noch. Dann bis später vielleicht. Ciao. Erstmal Mittagessen.